Welcome to Chapter 2, Season 7, Fortnite's Invasion Season. We got aliens, we got spaceships, fun, fantastic, and crazy new weapons. What can I say? This season is out of this world. That's right, your boy Mooney is back to talk about changes to this season's Battle Pass, where you choose which rewards to claim. This season's Battle Pass brings back Battle Stars, your way to claim all of the season's rewards. Collect those stars and exchange them to get the Battle Pass rewards you want in the order you want them. As you progress, you'll unlock access to additional pages of rewards to choose from. Collect all of the rewards on a page to gain access to the locked rewards. If you haven't purchased a Battle Pass, you'll still be able to claim free pass rewards on each page using Battle Stars you collect from just playing. Each time you level up, whether you gained XP by playing or bought a level with V-Bucks, you'll get 5 more Battle Stars. As usual, you can get all 100 Battle Pass rewards by reaching level 100. Get galactic, snag those stars, and unlock your favorite rewards. Until next time, I've got somewhere to be! Season 7 ist da, wir haben einen komplett neuen Battle Pass und in diesem Video geht es auch darum, denn wir haben neue Battlesterne, Alien-Artefakte und natürlich ein komplett neues Design. Als allererstes schauen wir uns erstmal die Lobby an. Die Lobby zeigt eines der neuen Orte von der neuen Season und natürlich das große Mutterschiff im Hintergrund, was wirklich extrem groß ist und wo man selbst das Mutterschiff, also das den Schatten vom Mutterschiff, auf der Minimap erkennen kann. Aber dann wurde auch der Karriere-Tab aktualisiert, das ist der Startladebildschirm von der neuen Season. Und der Itemshop ist gleich geblieben, aber was ihr machen könnt, gerne natürlich eure Entscheidung. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Creator-Code LightSky10 hier eintragen würdet. Wenn ihr euch den neuen Battle Pass gönnt, würde es mich extrem supporten, weil der Battle Pass eines der meistgekauftesten Sachen ist und ich auch gerne Videos für euch drehe. Und falls ihr mehr Videos sehen möchtet bezüglich Season 7, macht das. Kuss geht raus an alle, die es eingetragen haben und noch eintragen werden. Aber ihr seht schon unter den Aufträge-Anzeigen Ressourcen von Saison 7, denn es gibt 2 neue Ressourcen, einmal Battlestar und Alien-Artefakte. Als allererstes kommen wir zu den Battlesternen, denn die Battlesterne kann man freischalten, wenn man entweder mit V-Bucks Level im Battle Pass kauft, also ganz normal, oder wenn man ganz normal Fortnite spielt und pro Level bekommt man dann 5 Battlesterne. Also entweder mit V-Bucks oder halt durch das Spielen von Fortnite bekommt man pro Level immer 5 Battlesterne. Und die Battlesterne kann man im Battle Pass ausgeben oder einlösen, um verschiedene Gegenstände in der gewünschten Reihenfolge zu kaufen. Natürlich gibt es gesperrte Belohnungen, die man erst freischalten kann, wenn man zum Beispiel Level 20 ist, Level 30 oder alle Belohnungen von einer Seite kaufen muss. Dann kriegt man erst weitere Items, die man kaufen kann mit diesen Battlesternen, und das ist das komplett neue System. Außerdem gibt es Alien-Artefakte überall auf der Insel verteilt und in den neuen kosmischen Truhen. Und diese kosmischen Truhen könnt ihr nur öffnen, wenn ihr mit euer Team, und ich glaube, das funktioniert auch alleine, die Schwachstellen von dieser kosmischen Truhe trifft, und danach öffnet sich diese Truhe, gibt euch extrem guten Loot und natürlich diese Alien-Artefakte. Desto mehr Alien-Artefakte, die ihr sammelt bzw. ausgibt, bekommt ihr Stile halt für das anpassbare Outfit oder für den anpassbaren Skin in dem neuen Battle Pass. Mega nice Sache, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und natürlich gibt es die Goldbarren hier, die man bekommen kann, wenn man Aufträge von Charakteren abschließt oder von Münztelefonen. Und dann, ja, die werden dann natürlich von Match zu Match übertragen. Und man kann diese Goldbarren auch bei Aufrüstbänken ausgeben, die sind wieder da. Oder bei Verkaufsautomaten, die sind auch wieder da. Allein das ist schon eine mega geile Nachricht, aber springen wir direkt zum Battle Pass und kommen zu den einzelnen Seiten. Auf der ersten Seite haben wir Chimera, das ist der anpassbare Skin von dieser Season, von dem Battle Pass. Und der Preis kann sich natürlich pro Gegenstand auf einer Seite verändern oder kann variieren, je nachdem was ihr dann kauft. Natürlich sind die besonderen Sachen wie Skin oder Spitzhacken halt viel teurer als zum Beispiel Banner oder Contrails. Aber hier haben wir zum Beispiel Belohnungen und jedes der Gegenstände könnt ihr halt mit Battlesternen kaufen. Ihr müsst euch nur den Battle Pass freischalten, Battlesterne verdienen und diese Battlesterne werden auch gespeichert. Also diese werden übertragen quasi so wie Goldbarren und diese könnt ihr hier ausgeben in der gewünschten Reihenfolge. Also gibt es nicht, okay, jetzt habe ich die Spitzhacke, im nächsten Level bekomme ich Spitzhacke, Gleiter oder sonst was, sondern ihr könnt euch das auswählen oder diese Battlesterne einlösen. Ja, da haben wir hier einen Banner, das Rückenaccessoire Fischstäbchen Janky, viele Gesichter als Spraymotiv, Contrail Entführung, das Rückenaccessoire Chimeras Plasma Pack und das Emote Untertasse Junior oder Junior.
ist auch ein Fortbewegungs-Emote, also könnt euch damit fortbewegen. Der neue Ladebildschirm Chimera Schwarm, der auch ganz cool aussieht. Die neue Lackierung Impulsphase und natürlich auf der letzten, als letzte Belohnung von der ersten Seite 100 V-Bucks. Seite 2 geht auch mit 100 V-Bucks weiter. Lavalampe, eine animierte Lackierung auf jeden Fall, die ihre Farbe verändert. Und dann haben wir noch ein Emoticon, Fress-Alien, Banner, eine neue Spitzhacke, die wir auch auf den Teasern gesehen haben, 100 V-Bucks, ein neuer Ladebildschirm, Spraymotiv, Besucher willkommen und ein neuer Skin, Sunny, als auch natürlich ein neues Musikpaket, passend zu dem Skin. Auf der Seite 3 haben wir hier ein Banner, ein Ladebildschirm, ein großes Finale, ist denke ich mal auch hier ein Teaser für einen neuen Skin, der im Laufe der Season rauskommen wird, der Gleiter, Sunnys Gleiter. Das Contrail durcheinander, was zu dem Skin passt. Flickenrucksack auch passend zu Sunny. 100 V-Bucks, unendliche Weiten als Lackierung. Oder die Lackierung. Nochmal 100 V-Bucks und das Emote Ex-Skater Festisch oder so. Die Musik ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gelaunt in meinen Augen und gibt auch eine sehr schöne Energie ab. Reisende Sunny, also ein weiterer Stil für den Sunny-Skin. Danach haben wir Seite 4 mit einem neuen Musikpaket, Juggy Mon Groove. Okay, die Musik fühle ich. Oh! Okay, dann haben wir das Rückgang, das war Modeunfall Janky. Der Hängegleiter Animationsflieger. Okay, der lacht doch so richtig creepy. Das Spraymotiv Juggy war hier, Fiebertraum als Emoticon, Radebildschirm Juggy Vision, die Spitzhacke Animationsaxt, 100 V-Bucks, Banner und natürlich der nächste Skin aus dem Battle Pass. Diesen Skin kann man nur freischalten, wenn man alle 9 Belohnungen von dieser Seite bekommen hat oder freigeschaltet oder gekauft. Seite 5 haben wir hier ein Emoticon, die Spitzhacke Katsanas, den Ladebildschirm Spire-Angriff, der auch bei dem Story Cinematic Trailer dabei ist oder zu sehen. Spray-Motiv, außerirdischer Kern, die Lackierung Reißverwandlung, Rückenaccessoire galaktische Tasche und Umkehrung als Contrail. Dieses Contrail ist wirklich sehr interessant, weil es quasi animiert ist oder sich im Laufe des Matches oder in einer Runde verändert. Denn ihr seht schon die Beschreibung dort, dass sich halt dieses Contrail bei einer Tageszeit verändert. Also wenn es nachts ist, wird es natürlich dunkel und wenn es tagsüber ist, wird es quasi hell, weil es brennt. 100 V-Bucks haben wir auch noch hier, ein Banner und den nächsten Skin, Joey, den man auch freischalten kann, wenn man 9 Belohnungen von Seite 5 eingefordert hat. Seite 6 gibt es hier ein Emote, vulkanischer Gruß. Das ist, denke ich mal, auch eine Anspielung an Star Trek, weil auch ein Charakter von Star Trek diesen Gruß macht. 100 V-Bucks, ein weiteres Stil für Katsanas, für die Spitzhacken, Spraymotiv, Rückenaccessoire, Muskelkater, Janky, eine neue Lackierung, Strahlenschiffe, das ist animiert und reaktiv, also verändert sich beim Schießen, also wenn man einfach mit der Waffe schießt. Neuer Ladebildschirm, Facetten auch am Start, Rückenaccessoire in einer neuen Version, 100 V-Bucks und das integrierte Emote, wo sich Joey zu einem anderen Stil oder zu einem anderen Skin verwandelt, ist ein Doppelagent anscheinend. Also so ein Alien Girl hier im Battle Pass, auch nice. Dann haben wir Seite 7 mit dem Spraymotiv, Contrail Lichtkreis, Banner-Symbol, Gleiter. Okay, Lackierung Zügi, 100 V-Bucks, passende Spitzhacke, Ladebildschirm auch am Start. Das Haustier Choppy, also ein weiteres Haustier ist am Start und dieses Haustier ist auch mit dem Skin verbunden. Ihr seht schon hier die passende Animation. Ich hoffe mal, dass es nicht zu krass die Sicht in-game versperrt. Muss ich mal austesten, wenn ich dieses Bedbling habe oder das Haustier. Dann der nächste Skin ist auch am Start, Züg. Ich denke, dass es sehr breit wird, allein wegen den Schultern und weil die Beine extrem dünn sind. Aber muss ich mal gucken, wenn ich den Skin endlich habe. Seite 8 haben wir die Geschichte von Dr. Sloan. Hier in diesem Ladebildschirm erfahren wir einiges über ihr Leben oder über ihre Vergangenheit. Wir sehen, dass sie zu einem IO-Mitglied erst wurde oder gekrönt wurde. Wir sehen, dass sie als Kind schon sehr schlau war, Karate gelernt hat oder das Kämpfen. Und unten rechts eine Begegnung von Dr. Sloan mit einer kosmischen Entität oder etwas anderes. Denke ich mal noch sehr, sehr, sehr wichtig für die Geschichte. 8-Ball Junkie als Rückenaccessoire. Sloan, also Spraymotiv. 100 V-Bucks IO Tarngleiter. Okay, dann haben wir ein Contrail Landedüsen, die mit dem Skin einfach zu 100% gut passen. Rückenaccessoire IO Orchestrierer. Spitzhacke IO Vernichter. Und natürlich der nächste Skin, Dr. Sloan. Okay, Dr. Sloan, dieses Outfit gefällt mir nicht so, das werden aber die nächsten Stile von dem Skin ändern. Auf der Seite 9 haben wir ein Banner, die Lackierung imaginierter Rand,
ein Emoticon rabiates Trends und dieses Symbol haben wir auf eines der oder in eines der My Crew Ladebildschirmen gesehen in dieser anderen futuristischen Welt. 100 V-Bucks und Musikpaket Detonation. Diese Musik hört man auch bei der Boss Location von Dr. Sloan bei dieser Farm irgendwie, ich habe den Namen vergessen. Und da bekommt Zug noch ein weiteres eine weitere Version oder eine weitere Variante, aber nicht nur er, sondern auch sein Haustier bekommt diesen Vulkan Mitternachtsstil. Der auch wirklich cool aussieht. 100 V-Bucks, Ladebildschirm, außerirdischer Almauftrieb. Das ist auch für den neuen Jonesy Q-Skin. Ja, es wird also ein Q-Skin rauskommen. Es wurde angeteasert. Und Jones, denke ich mal, will sich einfach nur hier verkleiden und sich als vermisst erklären. Oder wird für vermisst erklärt, obwohl er sich einfach nur vor der I.O. versteckt. Tarnt quasi. Und dann haben wir noch ein weiteres Emote: Klappstuhl und Chill. Ja, chillig, Freunde, kann man benutzen. Ich denke mal, die Party Royale Spieler werden das feiern. Und dann haben wir eines der besseren Stile von Dr. Sloan, und zwar Kampfanzug Sloan. Ja, die kennt man auch nur, wenn man bestimmte Konditionen ausfüllt quasi. Emoticon, jetzt gibt es eine neue Kooperation im Battle Pass, und zwar mit Rick und Morty. 100 V-Bucks, Emote der Rick tanzt. Ich kann diese Musik leider nicht einblenden, weil es eine Copyright-Musik ist. Spray-Motiv Interstellarer Rick, Hanggleiter Rick's Space Cruiser. Also ein UFO als Gleiter habe ich mir wirklich sehr krass gewünscht. Der Ladebildschirm, das Rick-Universum, die Lackierung Ricks Portal, das Rückenaccessoire Butterroboter und Morty als Spitzhacke. Morty, wir sehen seinen Körper und den Hammer quasi als Spitzhacke. Und dann haben wir natürlich den Skin Rick Sanchez. Ich hoffe, der wird auch so ausgesprochen. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber das waren jetzt alle 10 Seiten vom Battle Pass. Danach gibt es noch weitere Sektionen oder weitere Bereiche. Und zwar haben wir hier den anpassbaren Skin, und den bekommt man ja nur durch diese aufgesammelten oder eingesammelten Alien-Artefakte von den kosmischen Truhen oder auf der Insel verteilt, und die kann man hier ausgeben, um dann zum Beispiel den Kopf anzupassen, den Kopf unten anzupassen, die Augenfarbe anzupassen, die Hautfarbe, die Haut selber, die Rüstung, den Schimmer von der Rüstung und noch vielleicht sogar das Emblem. Also das ist jetzt der neue anpassbare Skin, und demnächst, also in genau 65 Tagen, wird auch Clark Kent beziehungsweise Superman freigeschaltet. Das ist der Secret Skin in Anführungsstrichen von diesem Battle Pass, der aber auch als Clark Kent mega cool aussieht. Emoticon haben wir auch hier, die Pflicht ruft, das Rückenaccessoire Daily Planet, das Spray-Motiv Superman Emblem und das integrierte Emote, wo man sich von Clark Kent zu Superman verwandeln kann. Mega epische Sache. Dann haben wir auch den Hängegleiter Kal-El's Cape. Also man landet einfach hier extrem episch. Auf der Map Banner-Symbol, die Spitzhacke von Superman, der Ladebildschirm passend zu Superman und noch eine weitere Version von ihm. Das ist sein Schattenanzug oder sein schwarzer Anzug mit seinem natürlich silbernen Logo. Jetzt hier in dieser neuen Version, und das wird dann, denke ich mal, das ist glaube ich auch der 12. August, wo Superman freigeschaltet wird. Und wenn man 100 Belohnungen vom Battle Pass eingefordert hat, bekommt man auch hier diese Bonusbelohnungen. Diese bekommt man aber auch nur mit den Battlesternen, die man natürlich durchs Leveln oder durch V-Bucks bekommen kann, also pro Level. Und hier haben wir zum Beispiel ein Ziel für Sunny, die Spitzhacke in einer weiteren Version, Emoticon, Sternenseher, Dr. Sloan in einer weiteren Version, Spray-Motiv, Joey in einer anderen Version, Banner, Spray-Motiv, Emoticon, Stil für Zig und sein Haustier, Dr. Sloan mit der Sonnenbrille, Jugimon auch in einer weiteren Version, Banner-Symbol, Rick in der toxischen Version, sieht auch cool aus. Und dann haben wir noch 3 weitere Seiten, die entschlüsselt werden, und zwar in genau 16 Tagen werden wir sehen, was für Belohnungen wir hier durch die Battlesterne freischalten können, wenn wir natürlich oder nachdem wir alle 100 Belohnungen vom Battle Pass eingefordert und freigeschaltet haben. Also sehr viele Belohnungen, und hier gibt es auch noch die Option, natürlich Teil der Fortnite Crew zu werden, und hier kann man auch die Level kaufen, also einzeln 1, 2, 3 und 4 oder in 10er Paketen quasi. Und jedes Mal, wenn wir Level kaufen, bekommen wir nicht die Gegenstände vom Battle Pass oder irgendwelche, sondern nur Battlesterne, die wiederum verwendet werden, um in der gewünschten Reihenfolge Sachen im Battle Pass zu kaufen. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, und ich hoffe auch, dass ich den offiziellen Trailer von Fortnite eingeblendet habe, wo sie es auch selber erklären. Denn es gibt im Battle Pass auch kostenlose Belohnungen, also selbst wenn ihr den Battle Pass nicht kauft oder noch nicht gekauft habt, könnt ihr auf den verschiedensten Seiten immer noch Battlesterne freischalten, wenn ihr levelt, und dadurch könnt ihr auch kostenlose Belohnungen, ich denke mal Banner oder sonst was, bekommen. Mega nice Sache, Creator Code LightSky10 nicht vergessen, viel Spaß mit dem neuen Battle Pass, mit der neuen Season, Kuss geht raus, habt einen wunderschönen Dienstag und bis zum nächsten Mal.